Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe mir gedacht, das wichtigste Thema, was wir sofort angehen müssen, ist natürlich die Endgame-Bosse, weil direkt nach Release gestern von Season 2 mit dem Patch wurde auch direkt Duriel herausgefordert von ein paar Leuten und es sind auch direkt Uber-Unix gefallen. Deswegen für uns ganz wichtig, auch für meine Community, dass wir ganz früh wissen, wie wir Duriel herausfordern können. Und das wissen wir nämlich jetzt ganz genau. Wir wissen genau, welche Items wir benötigen und wo wir die einsetzen. Und zwar wissen wir ja, ihr könnt Duriel herausfordern, indem wir einmal Varshan und einmal Grimoire besiegen und die lassen jeweils wieder einzelne Bestandteile fallen, wo wir Duriel herausfordern können. Welche zeige ich euch gleich, weil wir können da schon hingehen. Als erstes müssen wir wissen, wo gibt es Varshan. Varshan macht natürlich Sinn, dass er direkt am flüsternden Baum ist, denn seine Bodyparts kriegt man ja auch aus den Truhen vom flüsternden Baum. Übrigens, meine Vermutung hat übrigens gestimmt, wenn ihr im Eternal schon vor Season 2, also vor Patch 1.2, flüsternde Truhen an der Bank hattet, dann konntet ihr die jetzt aufmachen und habt jetzt ganz viele Bodyparts, so wie ich auch. Ihr seht das hier. Ich habe ganz viele Bodyparts, deswegen können wir Varshan gleich auch direkt mal herausfordern und uns den anschauen. Deswegen würde ich sagen, machen wir Varshan mal als erstes. Hier gibt es, das könnt ihr ganz gut sehen auf der Karte, wenn ihr ganz rauszoomt, die Dungeons, die so einen komischen Totenkopf oben drauf haben. Das sind die Dungeons mit den Endgame-Bossen. Wir haben hier einmal Varshan, wir haben hier auf der linken Seite Grimoire. Das sind die zwei, die so wichtig sind für Duriel. Und Duriel findet ihr hier unten. Klaffender Spalt, da gehen wir auch gleich nochmal rein, um euch zu zeigen, welche Items ihr da braucht und vor allen Dingen wie viele, weil das ist zum Glück nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Hier beim flüsternden Baum, sagen wir, ihr habt ein paar Truhen aufgemacht, dann könntet ihr hier direkt mit ein paar Leuten, wie gesagt, am besten oder am meisten Sinn macht es natürlich immer mit vier Leuten, weil dann habt ihr viermal die Drop-Chance auf die Bodyparts für Duriel. Ich werde das hier fürs Video jetzt alleine machen, aber nur als Ausnahme. Checkt auf jeden Fall den Clan ab, den Discord. Macht das am besten immer mit mehreren Leuten, weil dann haben wir mehrere Drop-Chancen für Duriel. Ist dann sehr viel einfacher, Duriel öfters herauszufordern. Und hier haben wir dann so ein ganz kleines Dungeon, da könnt ihr einfach durchlaufen. Gegner sind wirklich nicht stark. 75, also wir können gar nichts. Übrigens, der Pulverisieren-Build, den ich hier spiele, der ist richtig schwach geworden mit dem letzten Build, mit dem letzten Patch. Da kommt aber Freitag, also für euch morgen, vielleicht schaffe ich es morgen schon, ein neuer Bild von mir raus. Und hier haben wir hier boshaften Altar und hier seht ihr, was ihr braucht. Ihr braucht Gurgelnder Kopf einmal, geschwärzter Femur einmal, bebende Hand einmal und boshaften Herz einmal. Weltstufe 3 fällt das boshafte Herz weg. Da braucht ihr nur die oberen drei. Weltstufe 4 braucht ihr auch das boshafte Herz. Und wenn wir den jetzt beschwören, können wir ihn besiegen? Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch einfach so easy. Nicht, dass ich hier. Ah, ist nur Level 75. Okay. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Ist übrigens auch genau gleich wie der Season 1. Also. Und nur Level 75. Also wirklich einfach, muss ich sagen. Also einfacher als in der Season 1 auch. Season 1 war der, glaube ich, ein bisschen. War der da nicht sogar Level 80 oder so? Also echt easy dafür, dass mein Bild wirklich kaputt ist und gar nicht mehr gut ist. Geht das echt gut klar. Und jetzt, wenn er tot ist, sind wir gespannt, wie viele Bodyparts er fallen lässt. Er lässt ein schleim-glitschiges Ei fallen. Und das war's. Und das ist genau das, was er braucht. Das braucht ihr zweimal für Duriel. Sehen wir jetzt einmal mit. Hat er einen Julik fallen lassen? Lul, Vasilis Gebet, stimmt. Varshan lässt Vasilis Gebet fallen auf Weltstufe 4. Die haben ja auch noch verschiedene Drop-Tables. Vielleicht, ich packe die euch mal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch anschauen, welche Endbosse welche Unix fallen lassen auf welcher Weltstufe. Ist vielleicht für euch auch ganz interessant. Und dann könntet ihr, wenn ihr dann auch noch zweimal in Halle der Sühne wart und dort Gregoire besiegt habt mit Living Steel. Ihr erinnert euch, Living Steel bekommt ihr aus der Höllenflut. Varshan bekommt ihr vom Flüstern der Truhe. Wenn ihr beide zusammen kombiniert, könnt ihr zu Duriel. Duriel ist hier und da gehen wir jetzt auch einmal hin, damit ihr genau seht, wie viele Bodyparts man braucht. Weil ihr habt gerade gesehen, Varshan lässt einmal einen fallen. Ein schleimartiges Ei oder schleimglitschiges Ei oder sowas. Das braucht ihr zweimal. Und von Gregoire, den ihr mit Living Steel, da braucht ihr fünf
von. Das heißt, in der Höllenflut müssen wir fünfmal lebende Stahl sammeln, ihn herausfordern, das zweimal. Und wenn ihr das zweimal gemacht habt, zweimal Barschan, zweimal Gregoire, dann könnt ihr Duriel herausfordern. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid zu viert. Ihr seid zu viert, fordert einmal Barschan raus, dann habt ihr sofort vier glitschige Eier. Dann geht ihr zu Gregoire, fordert den einmal heraus, habt ihr viermal das andere Item. Namen weiß ich gerade nicht, gucken wir jetzt gleich mal. Und dann könnt ihr insgesamt zweimal direkt Duriel herausfordern. Also das ist wirklich, wirklich einfach. Das heißt, sucht euch eine Vierertruppe, gerne auf dem Discord oder bei uns im Clan. Und farmt Warshan und Gregoire oder die Höllenflut und den flüsternden Baum, um dann gewappnet zu sein für Duriel. Also das kann man echt da mal auch ein paar Stunden in Angriff nehmen, würde ich sagen. Hier die Gegner sind schon aber stärker, ne? Seht ihr Level 100, weil Duriel wird ja dann, wenn ihr ihn herausfordert, auch Level 100 sein. Hier geht's rein, so sieht das aus. Und hier ist auch der Bossfight dann gegen ihn. Und hier seht ihr braucht zweimal schleimglitschiges Ei und zweimal Scherbe der Qual. Scherbe der Qual, wie gesagt, gibt es aber von Gregoire. Duriel hat dann eine erhöhte Chance, Uber-Unix fallen zu lassen. Die genaue Drop-Chance wissen wir noch nicht. Ich gehe mal stark von irgendwas um die 1% aus. Aber ja, lass uns überraschen, ob da Data Mining demnächst noch eine genaue Prozentzahl rausrückt. Das war's zu den Endbossen. Ich werde wahrscheinlich morgen mit meinem Season Character Weltstufe 4 erreichen. Vielleicht auch heute Abend schon. Bin jetzt gerade Weltstufe 3, Level 60. Und dann geht sofort rein in die Warshan und Gregoire Raids, um ganz schnell gewappnet zu sein für Duriel, um dann in der Season endlich, endlich, endlich Uber-Unix haben zu können. Ich habe da richtig Bock drauf, mit dem Clan richtig rein zu grinden. Würde mich sehr interessieren, was ihr aktuell zur Season 2 sagt. Ich habe die Season quasi schon durch. Ich habe alle Fähigkeiten auf Stufe 3 gemacht. Ich habe irgendwie 60, 80 und über 100 Mal diese komischen Pakte. Schreibt mal gerne eure Meinung unter den Kommentaren zu der Season. Ich hatte ja schon von Anfang an gesagt, dass man die Season wahrscheinlich in den ersten 2 Tagen, ich habe ein bisschen viel gespielt, sagen wir mal 3 bis 4 Tagen durch hat und es sich dann wirklich nur noch ums Endgame drehen wird. Würde mich sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Lasst gerne ein Like auf dem Video da und ich würde mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.